Jetzt schicke ich dir ganz einen herzlichen Gruß aus dem Gastenertal und ich hoffe, dass du das neue Jahr mit Gesundheit an Leib und an Seele angefangen hast. Die Gesundheit ist ja ein Thema, was uns das letzte Jahr besonders beschäftigt hat und auch heuer noch beschäftigen wirst. Der Sebastian ist ja der Gesundheitspatron. Erstens, weil er am 20. Jänner sein Festtag hat und das ist ja die Zeit, wo man am ehesten krank wird. Und zweitens wegen seinen Pfeilwunden. Die hat mein Mitleiter mit den Pestbeulen in Zusammenhang gebracht. Sebastian, ich glaube, das steht normalerweise aber außerhalb vom Ort. Man hat schon früher in der Pandemie nicht die Leute mitten im Ort versammeln wollen. Und außerdem ist das ja eine Wohlfaste, was er macht. Du musst zu der Kapelle rausgehen. Das ist schon das Erste, was du für die Gesundheit da hast. Am Sebastianentag musst du drei Sachen da nach alter Tradition. Erstens musst du in die Kirche gehen. Zweitens etwas opfern. Und drittens ein Sebastianenschnaps trinken. Und da in Lent, bei der Sebastianenkapelle, da treffen sie auch an jedem Sebastianentag 50 Leute um. Bei Kälte und Wind und Sturm und Regen und Schnee, ganz egal. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wärst krank oder du wärst gesund. Und auch wenn kein Gottesdienst stattfindet, mach dich am Sebastianentag auf den Weg in die Kirche oder zu einer Kapelle oder auch daheim. Bet für deine eigene Gesundheit, für Menschen, was dir nahestehen, für die allgemeine schwierige Situation, in der was wir sind. Und vielleicht nicht nur an Sebastianentag, sondern auch zu anderen Gelegenheiten, wo es für dich passt. Auch jede Sebastianikapelle, die hat natürlich auch einen Opferstock. Das Opfern hat ja eine tiefe symbolische Bedeutung. Wenn mir was wirklich wichtig ist, dann bin ich bereit, dafür auch was zu geben, was zu opfern. Der Sebastian wird eigenartigerweise fast nackt dargestellt, mit den Pfeilwunden. Warum hat er keine Rüstung, als wäre der Georg oder als wäre der Florian? Dabei war er ja der Kommandant der kaiserlichen Leibwache in Rom. Gern waren wir unverwundbar als Menschen und manchmal bieten wir uns das auch ein. Und jetzt zeigt uns Corona, wie verletzlich das wir eigentlich sind. Nicht nur persönlich, sondern auch unser Gesundheitssystem und auch unser Wirtschaftssystem. In der Sprache der Bibel, wir sind Fleisch, wir sind sterblich. Corona konnte uns schon ein bisschen Demut lernen. Die Masken und die Teststreifen müssen wir aus China importieren. Die Afrikaner kommen mit der Pandemie besser zurecht als wir. Und die Firma BioNTech in Deutschland ist von zwei türkischen Wissenschaftlern gegründet worden. Der Sebastian ist erschossen worden. Nicht, weil er als Kommandant die Erstürmung des Kapitols verschlafen hat, sondern weil er sich vor dem Kaiser als Christ geoutet hat. Und hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er über das sterbliche Leben ausdenkt und dass ihm der Glauben an Gott mehr Sicherheit gibt als wie eine feste Rüstung oder ein hochdotierter Posten. Und dass er dafür auch bereit ist, was zu opfern, sogar sein Leben. Von Sebastian heißt's, nachdem er erschossen worden ist, haben christliche Frauen aufgeklappt und haben gesehen, dass er noch lebt. Dann haben sie ihn gesund gepflegt und er ist nur mehr zum Kaiser gegangen. Das Schauen aufeinander, füreinander da sein, miteinander was bewältigen, das konnte uns das Corona lernen, im persönlichen Umfeld und auch weltweit. Quod Deus bene veritat steht auf der Kapelle. Eigenartiges Latein, aber auch tiefer Sinn. Gott möge es zum Guten wenden. So richtig einen Sinn kriegt der Satz erst, wenn man ihn ergänzt mit dem ersten Satz, der in der Bibel steht, was heißt, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Und das möchte ich dir wünschen für dich und auch für die Menschen, was dir nahestehen, dass Gott alles bei dir und bei ihr zum Guten führt. Das war mein Wunsch fürs neue Jahr 2023.